Herzlich willkommen bei Madame Lenormand, deiner spirituellen Welt. Ich bin die Michaela und gehe heute der Frage nach, wie gut passt der Löwemann mit der Krebsfrau zusammen. Also eine Eigenschaft, die der Krebsfrau sicherlich sehr gut gefallen wird am Löwemann, ist seine große Hilfsbereitschaft und dass er sich für die Schwachen sofort sehr gerne einsetzt und Hilfe und Unterstützung gibt. Von außen betrachtet ist es ja manchmal so, dass die Leute einen Löwemenschen sehr schnell als arrogant und hochnäsig einstufen. Das liegt daran, dass wenn er den Raum betritt, die Sonne aufgeht. Er hat nämlich extrem viel Selbstbewusstsein und Charisma und strahlt das eben halt auch aus und nimmt damit den ganzen Raum ein und manchmal wirkt er dadurch eben halt auch sehr unnahbar oder eben halt arrogant und eingebildet. Und dabei ist er einfach nur sehr überzeugt von sich und dem, was er tut, denn er ist das Sternzeichen, das es liebt, ins komplette Risiko zu gehen. Das ist ein Player, das ist ein Mensch, der will im Leben hoch hinaus viel erreichen, möchte auch gerne sozusagen der König sein, seine Königsstellung einnehmen. Deswegen ist er auch sehr viel in beruflichen Angelegenheiten dort zu finden, wo es um Führungsrollen geht. Der übernimmt gerne die Führung und ja, bringt das ganze Selbstbewusstsein dafür eben halt auch mit und strahlt das eben halt auch sehr souverän aus. Ist aber jemand, der auch extrem großzügig und großherzig und hilfsbereit ist. Also wenn du von einem Löwen aufgenommen wirst in den Familien oder in den Freundeskreis, dann musst du keine Sorge mehr haben, wenn irgendwas bei dir passiert, dann hast du sofort den Helfer in der Not. Und das kommt natürlich bei einer sensiblen, weichen Krebsdame ganz besonders gut an. Nun ist es ja aber so, dass die Krebsdame extrem orts- und heimat- und familienbezogen ist. Die geht nicht so gerne irgendwie ganz heraus in fremde Gefilde, sondern die fühlt sich eher wohl im Heimeligen, im Familienbereich, so in kleinen Kreise sozusagen, in dem sie sich gerne bewegt, immer eher das Gleiche haben wollen, nicht so gerne rausgehen. Die kuschelt auch lieber zu Hause, ist jemand, der das ganze Leben eher auf mehr auf den häuslichen Bereich sozusagen fokussiert, auf die Familie fokussiert. Und das könnte den Löwen zu einengend sein. Vor allen Dingen in jungen Jahren passen der Löwemann und die Krebsfrau nicht so richtig gut zusammen, denn die Krebsfrau ist auch wahnsinnig eifersüchtig. Das heißt, die würde ja versuchen, den Löwemann irgendwie seinen Freiraum zu beschneiden, damit der nicht zu irgendeiner anderen Frau rüberwechselt. Das würde für ihn aber bedeuten, ihm wird die Luft sozusagen abgeschnürt. Deswegen ist der Löwemann in jungen Jahren viel mehr bei sehr toleranten Frauen zu finden, zum Beispiel einer Schützedame oder einer Waagedame. Der würde sich bei einer Krebsfrau relativ schnell zu close irgendwie mit dieser Krebsfrau fühlen. Und für die Krebsfrau ist es aber wichtig, dass ihr Partner vollends hinter ihr steht, immer da ist, immer zur Verfügung steht. Die ist ja auch ein sehr emotionales Zeichen. Das versteht zwar der Löwe, weil er ja auch aus dem emotionalen Quadranten kommt. Also Löwe und Krebs sind ja beide hier im zweiten Quadranten drin. Also sind das natürlich beide sehr emotionale Zeichen. Wobei es bei dem Löwen eher darum geht, die Gefühle auszuleben und bei dem Krebs ist es eben halt so, diese Gefühle, bei diesen Gefühlen bei sich und auch bei anderen, das alles auch mehr noch zu spüren und viel emotionaler und empathischer sozusagen zu sein. Der Löwe ist da schon noch ein Touch mehr egoistischer und schafft das auch, sich über Gefühle anderer hinwegzusetzen. Das macht der Krebs gar nicht gerne.
Also der mag die Harmonie und den Ausgleich und braucht das sozusagen immer harmonisch kuschelig und kommt aus dieser, mag sich aus dieser Zone gar nicht rausbewegen. Und das brauchst du aber, und das tut auch der Löwe, weil der will ja Erfolg haben. Da kannst du nicht auf jeden Rücksicht nehmen, sondern da musst du sozusagen auf deine eigenen Gefühle horchen, und die musst du eben halt, für die musst du brennen und die musst du umsetzen, damit du auch schnell die Karriereleiter nach oben kommst. Also, wie gesagt, in den jungen Jahren passen diese zwei nicht so gut zusammen. Wenn der Löwemann sich dann seine Hörner abgestoßen hat und gerne Familie gründen möchte, was ein Löwemann definitiv will, der will irgendwann auch wirklich wissen, diese Frau gehört zu meinem Leben, mit dieser Frau gründe ich meine Familie und mit dieser Frau werde ich Kinder in die Welt setzen, sozusagen mein Königreich muss jetzt mit Menschen aufgefüllt werden, dann würde das sehr gut mit der Krebsfrau zusammenpassen, wenn die denn schafft, sozusagen über ihren Schatten ein bisschen zu springen und den Löwemann ihren Freiraum gibt, dann wären die sogar eine sehr gute Kombi, denn die Krebsfrau würde ja zu Hause das Heim alles hüten, schön herrichten, sich da liebevoll um alles kümmern, so dass der Löwemann auch weiterhin hinaus in die berufliche Erfolgswelt sozusagen expandieren kann, wäre sozusagen dann auch der Außenminister und die Innenministerin, könnte man sagen, wäre das schon eine sehr gute Kombination, wenn es denn so ist, dass der Löwemann quasi sich in dem Status befindet, wo er sagt, so, jetzt habe ich mich ausgetobt, jetzt habe ich mich ausgelebt, jetzt möchte ich wirklich die feste Basis haben. Ja, ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Sternzeichen und wie dann der Löwemann mit der Krebsdame zusammenpasst, hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir doch ein Like. Solltet ihr euch in dieser Erklärung nicht wiedergefunden haben, dann ist es so, dass bei euch sehr stark andere Komponenten aus eurem Radix Raum ergreifen in eurer Persönlichkeit. Hier hinter mir seht ihr mal ein Radix in Grundstellung mit den einzelnen Bausteinchen. Und wie ihr seht, ist da nicht nur ein Sternzeichen drin, sondern ganz viele Komponenten. Und das bedeutet natürlich auch für einen Menschen, dass niemand von uns nur Löwe oder nur Witter oder nur Stier ist, sondern da sind natürlich auch bei jedem, je nachdem wie das Geburtshoroskop ausfällt, über den Aszendenten, über den Stand der Sonne im Horoskop und über die verschiedenen Planeten, die ja auch alle im Radix mit drin sind, im Geburtsradix, natürlich ganz wahnsinnig viele Einflüsse, die auch noch in die Persönlichkeit mit hineinspielen. Ja, wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann empfehle ich dir das Basiswissen. Hier kommt gleich ein Kästchen, da kannst du draufdrücken, dann kommst du da direkt zu dem Filmchen mit dem Basiswissen. Das ist eigentlich ganz wichtig, dass man das weiß, wenn man sich mit der Astrologie tiefgehender beschäftigen möchte. Ja, dann findest du auf unserer Webseite, packe ich dir einen Link rein, auch viele weiterführende Themen, alles rund um die Astrologie, wie man sozusagen richtig deutet. Schau da gerne mal vorbei. Ja, und falls du mal wirklich vom Profi einen Rat haben möchtest, dann kannst du mich anrufen oder meinen Ehemann Benedikt Villinger, der ja unser Unternehmen gegründet hat. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir euch weiterhelfen können. Auch die Isis ist eine ganz tolle Astrologin, hilft euch auch sehr gerne weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir ein Like. Und falls ihr keine Serie verpassen möchtet, dann kann ich euch ja nur empfehlen, abonniert mich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute!